Neue Arena, neues Glück. Zumindest hoffe ich, dass wir hier auf die neue Arena treffen. Ich bin mir gerade nicht ganz so 100% sicher. Und, oh, natürlich können wir hier auch das Fahrrad mitnehmen, oder? Hier war ich eben gerade schon... Okay, vielleicht kann ich das doch nicht mitnehmen. Der Manager ist vorhin zum Gebäude von Team Galactic gegangen. Okay, gehe ich auch hin. Denn eben nicht neue Arena, neues Glück, sondern erstmal wieder Kampf gegen Team Galactic. Wenn die hier ein eigenes Gebäude haben, was ist das? Wohnanlage? Nee, ich möchte nicht in die Wohnanlage. Hier ist die Arena übrigens. Aber kann ich da schon rein oder ist die gerade noch leer, weil vielleicht auch der Arenaleiter in die Richtung von ihm gegangen ist? Hallo, was hast du zu sagen? Bevor du gegen mich, die Arenaleiterin, antreten darfst, musst du erst gegen die Trainer kämpfen, die sich hier in meiner Arena verstecken. Ich warte weiter hinten auf dich. Viel Glück. Okay, ich muss doch noch nicht zum Team Galactic-Gebäude. Dann werde ich erstmal die Arena jetzt besiegen und mir den zweiten Orden holen. Auf dem Weg muss ich anscheinend gegen andere Trainer kämpfen. Das ist in Ordnung. Auch wenn ich irgendwie gar keine Lust habe, mich hier durch diesen Wald irgendwie zu wuseln. Sind die Trainer jetzt... Also mussten die Trainer suchen, um das Ende zu finden? Hallo, Dankeschön. Bist du hier im Baum versteckt? Oder, hallo, irgendwo Trainer, die ich besiegen muss? Irgendwas, irgendwer? Gibt es hier überhaupt Trainer oder war das eine Lüge? Ja, da unten, da sehe ich doch jemanden. Da ist doch jemand versteckt. Hi, wie konntest du mich finden? Also gut, kämpfen wir. Das weiß ich auch nicht, wie ich dich finden konnte. Und hallo, drei im Sinn. Göre, Anne, bedeutet, ich muss die wirklich suchen und auch ansprechen. Das kommt noch oben drauf. Also nicht nur, dass ich die suchen muss, sondern ich muss sie auch ansprechen. Zack. Oh nein, warum habe ich denn das Blitz-Pokémon vorne? Bin ich bekloppt? Kigugi, wir opfern kurz unser Pokémon und danach, zack, machen wir weiter. Dankeschön. Und ansonsten, wenn ich irgendwann Evoli habe und das benenne, ich glaube, da müssen sich Eva und Gozartek streiten. Oh, boom. Hallöchen. Spezialangriff steigt. Komm, es ist paralysiert. Funkensprung war effektiv. Wir machen nochmal weiter. Gozartek muss lernen, dass sich irgendwann ein Evoli zu einem Psyana entwickelt. Das bedeutet, dass derjenige, der Evoli benennt, auf Psyana benennt. Weiter, weiter, weiter. Ja, guck mal. Blitz-Pokémon in der Pflanzenarena war schon immer mal eine gute Idee. Zack, hau ein Biss oben drauf und dann passt das Ganze. Hoffe ich zumindest. Nein, hallo? Okay, ich dachte gerade, das wäre irgendwie daneben oder sowas, weil das kurz laggy war. Aber es war kein Angriff, der daneben ging. Es hat alles gepasst. Wupp. Dankeschön. Und als nächstes Roselia. Jetzt aber Pampyro. Du darfst so häufig dein Flammenrad einsetzen, wie du möchtest. Blub. Und Hallöchen. Roselia. Hallo. Ich habe gehört, du hast Bock, von einem Flammenrad vernichtet zu werden. Das kriegst du von mir, wenn du möchtest. Zack. Easy. Wunderbar. Das freut mich sehr. Was haben wir hier? Levelausstieg von Luxio immer auf Stufe 20. Das ist so perfekt. Und ansonsten wurde Göre Anne besiegt. Oh, eigentlich hatte ich gehofft, durch dein abgelenktes Staunen den Sieg holen zu können. Oh. Egal. Wir haben nicht gefunden. Das heißt, ich muss wirklich die Trainer suchen. Dann wechseln wir erstmal die Pokémon, packen Pampyro wieder nach vorne. Da, wo Pampyro auch hingehört. Gerade in der Pflanzenarena. Und machen auch noch die letzten Kämpfe kurz und easy. Und ich hoffe natürlich, dass ich die Trainer easy sehe. Bist du hier im Stein versteckt? Also können die hier im Stein versteckt sein? Ich weiß es gar nicht. Die hat auf jeden Fall gesagt, ja, am Ende des Weges ist es auch noch jemand. Da bist du. Dann habe ich 100 Pro auf der rechten Seite eins übersehen. Hi. Boom. Was geht, Knospi? Ich habe einen Pampyro. Und ich habe ein Flammenrad nur für dich, das sehr effektiv ist auf Level 14. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Level 14. Das arme kleine Knospi. Au! Dein Ernst? Musste das sein? Dass du mich vergiftest? Habe ich dir irgendwas getan, Knospi? Warum denn Gift? Das macht richtig viel Schaden. Ja, noch ein Knospi. Weißt du, was ich dir dafür antue, Knospi? Weißt du, was ich dir dafür antue? Ich besiege jetzt auch noch wirklich hier dein Familienmitglied, und zwar das zweite Knospi. Tschüss. So und nicht anders. Das ist sehr effektiv. Ich muss übrigens... Ja, wunderbar. Zack, haben wir. Und Gift macht uns auch nochmal Schaden. Ist gar kein Problem. Aber Pampyro, du bist bereit? Noch ein drittes Knospi, wenn es sonst noch irgendwas sein darf. Ich muss mich gleich sowas von mit Gegengift und einem Trank heilen. Einfach nur, weil das Gift mich nervt. Tatsächlich. Boom.
Tira, das kriegen wir bestimmt hin, wenn es soweit ist. Ich hoffe, ich erinnere mich daran. Tada! Perfekt, wurde besiegt. Je schöner die Blume, desto schöner das Abendantlitz. Also, natürlich der Hinweis auf den nächsten Trainer. Hinter dem mittleren der drei Bäume. Das sollte reichen. Okay, wenn das reichen sollte, dann ist ja okay. Aber erstmal, wo haben wir hier? Gegengift bitte einsetzen auf Pampyro, genau. Und danach nochmal einen ganz, ganz billigen Trank. Ich brauche keinen Supertrank oder ähnliches. Und ich bin bereit. Perfekt. Hoch, 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 hoch. Hier sind übrigens drei Bäume. Hier wird das mittlere. Sollte aber reichen, hinter dem mittleren der drei Bäume. Genau. Hier sind auch drei. Da unten habe ich doch was gesehen, oder? Hallo? Da? Hallo? Ich war hier übrigens schon mal und wusste noch nicht, dass ich Trainer ansprechen muss. Ich war schon mal genau an dieser Position und wusste nicht, dass ich Trainer suche. Aber gut. Chillast. So ein random Girl wie du hat ein Chillast, die hier einfach nur steht in der Arena und als Vorprüfung sozusagen ist, bevor ich gegen die Arena-Leiterin kämpfen darf. Echt? Tut mir leid für deinen Chillast, aber ich glaube, ein Flammenrad wird reichen, oder? Ja, ein Flammenrad wird reichen. Das war easy, entspannt, wunderbar. Nachdem wir dich auch haben, zack, steige ich leider kein Level auf, aber immerhin kann ich jetzt hoffentlich weiter zur Arena-Leiterin. Drei Trainer sollten noch reichen oder brauche ich noch einen vierten? Also, dein nächster Gegner wartet neben vier Blumenbüscheln auf dich. Okay, da oben sehe ich noch einen Trainer, tatsächlich. Wenn ich einmal hier durchgehe, hier sind nur zwei Blumenbüschel. Sind das die vier Blumenbüschel? Ja, ne? 1, 2, 3, 4. Wahrscheinlich ist das damit gemeint. Ja, ich habe dich tatsächlich gefunden. Jetzt, wo ich weiß, dass ich suche, das war ja eine kleine unnötige Beziehung. Es war eine kleine Suche, die vielleicht schon etwas peinlicher war. Was geht bei dir? Setz gerne Roselia ein, das ist gar kein Problem. Denn solange du kein Knospi hast, vergiftest du mich nicht nur damit, dass ich dich berühre, was schon mal ganz nett wäre. Also, Kampf. Flammenrad, go. Machst du, oder? Ja, machst du. Perfekt. Das ist doch schön. Bling. Und alle sind auf dem Level aufgestiegen. Also wirklich alle gefühlt in meinem Team. Carpador braucht jetzt noch drei Level, bis ich endlich einen Gyarados habe. Carpador, wunderbar, Level 17 und Zerpeise Level 20. Du hast mir doch schon mehr geholfen, als ich gedacht habe. Einfach nur, weil du singen kannst tatsächlich. Wenn du jetzt noch irgendwann paralysieren kannst, dann wäre wirklich perfekt. Zerpeise. So, Arena-Leiterin ist das Letzte, was wir begegnen. Oder ist die Letzte, besser gesagt, die wir begegnen. Von daher, wo bist du? Hi. Wollen wir hier auf diesem Feld kämpfen? Ist gar kein Problem. Machen wir. Zeig dich. Ich hab dich von der Seite aus angesprochen, Girl. Du hast mich warten lassen, Silvana. Wie arrogant ist das denn? Ja, man nennt dich Silvana, die Pflanzenmeisterin. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Auf meine Instinkte kann ich mich immer verlassen. Du hast eindeutig die Aura eines Gewinners. Das wird ein Spaß. Lass uns beginnen. Okay. Silvana, wenn du sagst, es wird ein Spaß, weißt du, worauf du dich gerade einlässt? Lässt dich auf den Kampf ein gegen Pampyro, der einfach nur sein Flammenrad gegen dich einsetzen wird und hoffentlich mit drei Angriffen drei Pokémon besiegen wird. Auch wenn das bestimmt nicht klappt, aber hoffentlich. Belassen wir es bei einem hoffentlich. Bam. Wir haben für dich das Flammenrad, das sehr effektiv ist. Mir ist egal, was du einsetzt. Du kannst die Weiterentwicklung von Chillast einsetzen. Du kannst vielleicht kein Pokémon einsetzen, was immun ist gegen Feuer am Ende. Das finde ich ganz so cool. Aber auch das würde ich verkraften, ganz klar. Da ist das Chillast, nicht die Weiterentwicklung. Easy, ein Flammenrad und auch du bist weg. Level 19 ist schon ein bisschen stärker als das, was wir bisher hatten. Und überlebst du? Doch, überlebt tatsächlich. Wow. Kraftschub wird eingesetzt. Das bringt dir rein gar nichts, denn jetzt kann ich nochmal meinen Angriff erhöhen. Das ist eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Es ist gar nicht so schlimm, dass ich das nicht geschafft habe. Dadurch, dass er jetzt eh keinen Schaden gemacht hat, kann ich mit dem Steigerungshieb einmal auf jeden Fall meinen Angriffswert erhöhen und kann dadurch dann danach noch mehr Schaden machen. Auch, dass er einen Supertrank eingesetzt hat, ist egal. Denn boom, jetzt erhöhen wir erstmal, zack, unseren Angriffswert. Haben auf jeden Fall das Flammenrad ready für den ordentlichen Schaden jetzt. Zack, Angriff steigt. Und sind bereit. Flammenrad, let's go. Du hast gar keine Chance jetzt. Woo. Tschüss, Chillast. Und jetzt mit möglichst viel Energie in den nächsten Kampf. Gegen Roserade, ja, easy. Komm, hast du sonst noch irgendwas? Das ist noch nicht das Ende. Doch, ist es. Es tut mir leid, Silvana. Ich habe einfach den richtigen Starter für die zweite Arena. Dafür hatte ich den falschen Starter für die erste Arena. Zumindest in der Reihenfolge, in der ich gekämpft habe. Oh, deine Initiative sieht gut aus.
Also wirklich ordentlich sieht deine Initiative aus, aber dafür bist du im One-Shot. Dank des Chelast, der den Angriff überlebt hat wahrscheinlich, oder? Würde ich jetzt mal so schätzen. Aber solange ich einen Orden kriege, ist mir das alles egal. Wunderbar, Pampyro erreicht Level 24, Luxio Level 21, Zala Level 22 und Iglow erreicht auch noch Level 19. Perfekt, so nicht anders. Wuhu! Unglaublich, du bist unfassbar stark. Und wir gewinnen 3000 Poké-Dollar. Jetzt bin ich bereit für Superwelle. Auch wenn ich es vielleicht schön erwähnt habe, du bist ein echt starker Trainer. Es war bestimmt anstrengend, deine Pokémon so gut zu trainieren. Das zeigt, wie sehr du sie magst. Als Zeichen meiner Anerkennung überreiche ich dir das. Boom! Orden Nummer 2. Wahrscheinlich haben jetzt schon voll viele, alle 8 Orden sind schon durch mit der Pokémon-Liga und ich hänge hier. Orden Nummer 2, Waldorden von Sylvana. Ganz entspannt die Pokémon-Story angehen. Und wir können die VM-Attacke Zerschneider einsetzen. Wunderbar. Da du jetzt 2 Orden hast, werden dir alle getauschten Pokémon bis Level 30 gehorchen. Endlich. Das ist das, was ich lesen wollte. Du hältst Sticker. Okay. Und eine TM. Perfekt, das wollte ich eigentlich sehen. Zack, Dankeschön. Sie enthält Strauchler. Das ist deine Lieblingsattacke. Okay. Aber das große Ziel ist erreicht. Ich kann mein Kadabra benutzen, Leute. Ich kann endlich mein Kadabra benutzen. Das war gerade auch wirklich traurig, als ich das vorher nicht benutzen konnte. Aber jetzt gibt es hier noch irgendwo von Team Galactica das Gebäude, in dem die chillen, damit ich ein Fahrrad wieder kriege, oder? Hallo? Team Galactica Gebäude? Bist du das? Ja, du bist das. Da ist auch extra Zerschneider vor, sodass man das nicht vor der Arena macht. Oh, das ist doch ein Pokédex. Du hilfst bestimmt Professor Albe aus, oder? Wie heißt du denn? Sonius also, das merke ich mir. Mein Name ist Cynthia und ich bin ebenfalls eine Pokémon-Trainerin. In letzter Zeit studiere ich die Mythologie der Pokémon. Einfach aus Interesse daran. Hier in Ewigenau steht die Statue eines altertümlichen Pokémon. Man sagt, es sei ein extrem mächtiges gewesen. Wer weiß, vielleicht begegnest du es auf deinen Reisen ja auch so einem Pokémon. Ach ja, probier das hier mal aus. Ich bin mir sicher, dass sie dir nützlich sein werden. Oh, dankeschön, Cynthia. Cool. Vielleicht werde ich sie irgendwann im Kampf gegen dich ausprobieren. Ach so, das war jetzt erst der Schneider. Okay. Aber dann kommen wir jetzt wenigstens in das Gebäude rein. Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Dankeschön, Cynthia. Ich wünsche dir auch noch viel Glück auf deiner Reise. Wir sehen uns dann irgendwann im Endgame nochmal. Doch davor, ja, möchte ich hier bitte zerschneiden mit Bidiza. Warum macht Bidiza eigentlich alles? Kann ich das Pokémon auch wechseln, dass da eingeblendet wird irgendwie? Kann ich das irgendwie wechseln? Karte, Trainerpass, Einstellungen? Anscheinend nicht. Ist egal. Rein da. Und einmal den Fahrradmenschen befreien. Hi, ihr. Achso, ihr seid doch Kämpfer. Ich dachte schon, ich darf einfach vorbeilaufen, ganz entspannt. Ist ja sonst nichts dabei. Denn. 2 Rüpel von Team Galactic. Was geht bei euch? Team Galactic steckt Baumpill in den Kampf und... süßen Supers. Da sind ja Pampyro und Luxio direkt perfekt, würde ich sagen. Also. Bedroher von Luxio, darfst du noch ein zweites Mal einsetzen, wenn du möchtest. Jetzt. Flammenrad gegen Baumpill und... Funkensprung gegen Zubat. Haut raus. Vernichtet sie beide bitte. Beide auch, wenn ich darum bitten darf. Beide auch One-Shot, ja? Das wäre natürlich das Optimalste, wenn du beide One-Shot tötest. Und, jappa! Natürlich auch als erster angreifen. Noch 2 Level. Noch 2 Level und ich habe endlich einen Gyarados. Oh, ich freue mich. Die Vorfreude ist wirklich groß. Zack. Ein ordentliches Blitz-Pokémon zu haben, ist eine große, große Vorfreude. Zubat ist down. Einfacher Kampf. So und nicht anders. Und kann ich auch gegen die unteren 2 hier kämpfen, ist jetzt die Frage. Ach, du hast noch was. Okay, sorry. Ich war zu voreilig. Anekon, ach, ihr beide noch was. Alles klar, dann setzt du erstmal das gegen Panekon ein und mach den Safe Kill. Und du bitte paralysier einfach Charmian. Okay, die Hoffnung war zu früh. Tatsächlich, oh wow. Du hast das richtige Pokémon auch noch beziehungsweise verhindert. Okay. So viel zu der Bitte, einfach einmal Charmian zu paralysieren. Das hättest du gar nicht machen müssen, tatsächlich. Das hättest du gar nicht machen müssen. Und weiter, Flammrad plus, einfach Tackle. Einfach Tackle, du kommst eh nicht mehr zum Angriff. Zack, dann tschüss, Panekon. Dass ich vorhin auch nicht gefangen habe. Ich kann eigentlich nur mal zurück in den Ewigwald und Schaloko war das, glaube ich, fangen. Oh nein, du bist doch noch ein Kind. Wie kann das nur passieren? Das weiß ich auch nicht. Es tut mir auch gar nicht leid, wenn ich ehrlich bin.
Kämpft ihr alle, wenn ich euch anspreche? Oder seid ihr so gechillt? Ach, ihr kämpft alle, wenn ich euch anspreche. Okay. Das heißt, hier kann ich ordentlich kämpfen mit ihm, wenn ich möchte. Also, Rübe von Team Galaktik. Ich habe gehört... Chaloku. Ich habe gehört, du möchtest per One-Shot sterben. Und... Flammenrad. Komm, hau raus. Hier ist jede OP im Pokémon-Universum. Besonders beim Pampyro. Wunderbar. Haben wir dich. Und... Nee, Carpador ist immer noch in Level 20. Das ist das einzige Ziel. Ah, was soll das denn? Joss. Weiß ich auch nicht. Ihr habt halt den Typen, der mein Fahrrad hat. Okay, es kämpfen nicht alle. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Du kämpfst aber. Kämpfst du dann auch bitte mit einem Pokémon, das nicht das Wasserelement hat? Das ist super sweet von dir. Und zwar kämpfst du mit Vaumpel. Perfekt. Das ist das, was ich sehen wollte übrigens. Vaumpel, da kann ich schön mit Pampyro und dem Flammenrad draufballern, ohne dass du dich irgendwie wehren kannst. Ich weiß, ich habe nicht mehr ganz so viele Flammenräder. Einfach nur, weil ich das die ganze Zeit gerade schon in der Arena eingesetzt habe und ohne mich zu heilen, aus der Arena direkt dieses Gebäude aufgesucht habe, was vielleicht nicht die smarteste Entscheidung war, wenn man bedenkt, dass mein Pampyro nicht volle Leben hatte, schon den Angriff ein bisschen eingesetzt hatte und alles. Aber dafür darf den nächsten Kampf auch Luxio jetzt gestalten. Einfach wirklich wunderbar und easy mit dem Funkensprung drauf und den One-Shot auch gegen dieses Zubat hoffentlich ermöglichen und dementsprechend den Gegner keine Chance lassen, keine Zeit zur Pause. Einfach nur, okay, ich denke auch mein Angriff ist gar kein Problem. Einfach nur ganz entspannt, Funkensprung und tschüss. Boom. Haben wir. Perfekt. Zack, zack. Dankeschön. Tschüss. Ich weiß leider nicht, Sasuke. Wo haben wir den nächsten? Da oben. Hi, Bro. Bist du auch ein Kämpfer? Nein, 2 von 4 waren hier Kämpfer. Okay, nur die Hälfte. Das geht ja noch. Und gegen dich kämpfen? Ja oder nein? Doch. Wir müssen gegen dich kämpfen. Ist aber auch okay. Hätte ich eh gemacht, dadurch, dass ich immer noch XP für alle Pokémon sammle. Auf ganz easy, auf ganz locker. Hi! Was geht bei dir? Du setzt einen Vaumpel ein. Und weißt du, was ich habe? Ich habe eine Feuerattacke gegen einen Vaumpel. Warum haben die eigentlich alle Käfer-Pokémon? Weiß das irgendjemand, warum die alle Käfer-Pokémon haben? Und damit denken sie, wären die Besten? Also Vaumpel, Chaloku, alles mit am Start. Moin Pulsi-Mulsi. Zack, easy besiegt wieder. Es ist aber so locker flockig. Und Erfahrungspunkte plus, ja, Chaloku, easy peasy. Und dann vielleicht noch mal die letzte Entwicklung. Vielleicht Papinella oder ist das das andere Viech? Ich weiß es nicht. Oh. Ah, ich habe gleich keine Flammenräder mehr. Es ist so traurig. Weiter. Haben wir noch jemanden zubert? Ja, da können wir doch gegen Luxio wechseln, oder? Dankeschön. Luxio, einmal ran da. Und... Komm mit dem One-Shot. Grüße geht raus an Rang, der gerade im Chat ist. Auch sehr geiler YouTuber und Streamer. Ihr wisst Bescheid. Shoutout geht auf jeden Fall raus an dieser Stelle. Und danke für die lieben Worte im Chat, im Twitch-Chat. Und jetzt einmal Funkensprung und easy zubert One-Shot down. Geil. Das wollte ich sehen. Nichts anderes. Zubat wurde besiegt. Team Galaktik wurde besiegt. Oh nein, ich wurde schon wieder fertig gemacht. Jedes Mal. Ich habe noch nie gewonnen bei Pokémon. Ist das nicht traurig? Bist du auch ein Kämpfer? Oh, du bist ein richtig smarter. Du stehst hier quasi nochmal vor dem Boss. Oh, Forscher Xaver setzt ein. Kadabra. Ich habe auch ein Kadabra. Ich würde mein Kadabra, jetzt darf ich das sogar benutzen. Kadabra, töte mein Pampyro und danach kämpfe ich mit Kadabra beim letzten Kampf. Wäre das ein Deal oder wäre das ein Deal? Okay. Es tut mir leid. Und Rang ballert uns ab im 10. Monat raus. Vielen lieben Dank auch an dieser Stelle. Nur einmal haben wir uns im Real Life gesehen, müssen wir ändern. Ja, du warst doch schon eingeladen, Rang. Bist du schon im Endgame? Nee. Weit, weit weg. Und hoch da, ab zum Boss. Der letzte Kampf ist bestritten. Warte, bist du der Fahrradverkäufer? Bist du der Boss? Wir beschützen den Fahrrad... Commander! Was hast du denn hier verloren? Ach, was frage ich überhaupt? Du willst die Pokémon befreien, stimmt's? Als ob ich das erlauben würde. So haben die Pokémon von dem Fahrradladenbesitzer geklaut. Wahrscheinlich, ne?
Und deswegen gibt uns dann das Fahrrad mit absoluter Sicherheit. Entschuldigt. Oh, los, du schaffst das, Vampiro. Hau dein Flammrad raus, auch wenn ich jetzt lieber das Blitz-Pokémon gerade am Start hätte. Und... Nee, reicht nicht. Superschall, ganz gefährlich. Das ist ganz gefährlich. Nein. Vampiro ist verwirrt. Das wollte ich nicht sehen, meine Liebe. Wie anmaßen, versucht dir lieber... Oh, nee, 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 nee. Bitte, Vampiro, ich weiß, du kannst das. Ich bin mir sicher. Ich glaube an dich, ja. Das sind meine Pokémon, wenn man an sie glaubt. Das sind die Pokémon, wenn man an sie glaubt. Ha, ist das schön. Zack. Sala ist gelevelt auf Level 23, auf ganz entspannt. Und als nächstes kommt noch ein Skontank. Ja, wir kämpfen weiter. So, was soll Skontank? Lächerlich. Als ob so ein Skontank mir irgendwas kann. Hier, du kriegst einen Steigerungshieb von mir. Und nicht mehr verwirrt. Genauso, Vampiro. Wollte ich das schon immer mal sehen. Oh. Das verkraftet doch mehr, als ich dachte. Wenn ich ehrlich bin. Giftwolke ist auch uncool, denn ich wollte eigentlich nicht vergiftet durch die Gegend laufen und jetzt vergiftet Schaden nehmen, weil ich weiß, das drückt immer ordentlich Damage Points rein. 8 Damage Points. Und das jede runter. Aber dann kriegst du doch ein Flammrad von mir. Ich glaube, ich bin gleich tot, deswegen muss ich jetzt das Flammrad einsetzen, solange ich noch kann. Zack. Ein Flammrad geht noch und eine Verbrennung. Okay, dann ist es wenigstens, wenn ich diese Runde nicht... Okay. Sorry. Es tut mir leid, dass du noch eine Bäre dabei hast und einfach cheatest. Standpauke, lächerlich. Vergiften versus verbrennen. Ich glaube, ich verliere tatsächlich. Zumindest dieses 1 gegen 1. Autsch, dankeschön. Dieses 1 gegen 1 gegen das Skunkapu werde ich verlieren. Aber danach habe ich auch noch ein zweites Pokémon oder ein drittes oder je nachdem, wie ich das machen möchte. Aber erstmal, bumm, gönnen wir uns den hier. Zack. Warum war das plötzlich so stark? Warum wäre das plötzlich so stark? Stellen wir jetzt beide, ich am Gift, du am Feuer? Komm schon. Ich am Gift, du am Feuer. Nehmen wir hin. Ah, ich hab's nicht hinbekommen. Kriegst du es hin? Nein, beide haben überlebt. Und ich wette, sie setzt jetzt einfach Supertrank ein. Passt auf. Sie ist eine kleine Cheaterin. Sie setzt 100 pro Supertrank ein. Und? Nee. Okay. Tschüss, Skunkapu. Haben wir easy gemacht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie keinen Trank mehr benutzt. Also in der Arena hätten sie jetzt nochmal einen Trank benutzt. Und ich bin trotzdem noch am Gift gestorben. Es ist so lächerlich. Aber Glow ist Level 20. Du versuchst Grimasse zu erlernen. Nein, das möchte ich gerade nicht erlernen. Ganz klare Sache. Sondern ich möchte weitergehen. Jupiter wurde besiegt. Von einem Kind fertig gemacht. Ich hätte nicht so unachtsam sein dürfen. Du gewinnst 1800 Pokédollar. Dankeschön. So, macht aber nichts. Unsere Untersuchungen der Pokémon-Statue sind ohnehin abgeschlossen. Und Mars hat derweil die Energie des Windkraftwerks gesammelt. Aber eine Sache verrate ich noch. Unser Boss erforscht die alten Mythen über Pokémon. Mit der Macht der legendären Pokémon wird er ganz Sinnoh beherrschen. Also, komm, Team Galaktik, nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Ganz entspannt. Dank dir habe ich mein Pipi zurück. Aber dieses Team Galaktik, sie haben einfach gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum. Also her damit. Was ist denn das für eine Logik? Man könnte fast meinen, sie kämen selbst von einer anderen Welt. Naja, jetzt sind sie jemals weg. Ich danke dir vielmals. Schau doch bei Gelegenheit mal an meinem Radladen vorbei, damit ich mich anständig bei dir bedanken kann, ja? Werde ich machen, ist gar kein Problem. Und genau, um Rangs Frage zu beantworten, das Ganze wird auf YouTube landen. Deswegen... gehe ich nicht immer sofort auf den Chat ein, damit ich mit etwas Glück beim Cutten später die Stellen vielleicht finde, wo ich mit dem Chat rede, um sie rausschneiden zu können. Wie ich mich kenne, finde ich die Stellen nicht und werde sie nicht rausschneiden. Mal gucken, wir werden es am Ende des Tages sehen. Aber ich probiere es auf jeden Fall, kurz einmal Pausen zu machen. Und ein Gewinnspiel wäre jetzt eigentlich eine gute Idee. Aber, ja genau, Gusatek, du hattest ja gesagt, der erste Let's Play Part ist schon raus, das hatte ich gesehen. Gewinnspiel... nur für Eva, nachdem sie für 10 Minuten getimeoutet ist. Dann ärgert sie sich und macht das nie wieder. Und da. Yippie! Und von da. Danke. Und runter da. Und dann finden wir bestimmt auch noch das letzte. Oh, ich wollte gleich nochmal, ich werde gleich nebenher nochmal das Genshin Impact Let's Play Part hochladen. Zumindest werde ich es versuchen. Und Bidiza darf zerschneiden, ganz klare Sache. Zack. Dahinter kann sich auch kein Pokémon befinden, ne?
So, hier unten ist der Fahrradladen und dann holen wir uns jetzt hoffentlich noch das gratis, Dankeschön, das gratis Fahrrad bei dir ab, dafür, dass wir dir geholfen haben und dein Pipi gerettet haben. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich weiß gar nicht, wie ich mich erkenntlich zeigen soll. Lass mich dir als Zeichen meiner Dankbarkeit wenigstens ein Fahrrad schenken. Komm mal bitte eben mit. Oh, ich komme mit, ganz klar. Habe ich auch noch die Auswahl zwischen verschiedenen Fahrrädern? Oder zeigst du uns jetzt nur das Fahrrad, das du uns schenken willst? Bei der Farbe deines Fahrrads hast du übrigens die Qual der Wahl. Für welches entscheidest du dich? Blau, Rot, Gelb, Grün. Ich nehme Blau. Das blaue Fahrrad soll es sein. Ja, eine vortreffliche Wahl. Ein derart kühnes Blaues erfrischt fast so sehr wie der, so sehr wie ein Wasserstrahl von Shigi. Die Farbe passt wirklich perfekt zu dir. Du erhältst das Fahrrad. Dankeschön. Es ist das neueste Modell. Ich lese dir die Gebrauchsanweisung vor. Drücke den B-Knopf, um zwischen den Gängen zu wechseln. Im ersten Gang bist du nicht so schnell, kannst dein Rad dafür aber leichter manövrieren. Im zweiten Gang fährst du schnell wie der Wind, damit kannst du im Nu Hänge hinaufdüsen, die du im ersten Gang nie bewältigt hättest. Also schwing dich in den Sattel und erkunde alle Gegenden. Oh, jetzt habe ich aber auch ganz viele Gegenden, die ich erkunden kann, ne? Zack, dankeschön. Woo! Okay, warte, hä? Was hast du denn jetzt noch vor? Oh wow, du hast ja ein Fahrrad, damit kannst du über den Radweg direkt nach Herzofen fahren. Probier es mal aus, das ist ein Riesenspaß. Danke für den Hinweis, werde ich machen. Okay, danke. Das hast du mir gerade eben schon erzählt, Boy. Ach so, du möchtest nicht, dass ich zurückgehe. Okay, jetzt check ich, warum du mir das mehrfach erzählst. Ich dachte, ich will selber wieder zurückgelangen. Okay, nach Herzofen gehen wir dann aber im nächsten Let's Play Part. An dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.